du hast ein Problem, alle mein Freund. Einer der Flüchtigen ist ein Halbblinder. Ein echtes Problem. Oder auch mehrere. Ja, er ist ein Möter. Halb Mensch, halb Köter. Mademoiselle, sind Sie bei seiner Position? Mein Ding ist versperrt. Könnte etwas dauern, wenn ich bei ihm bin. Und mein bester Freund. Überleser tot! Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu The Order 1886 auf der PlayStation 4 in Dukus Ballerbude. Wollen wir gar nicht so gar zu viel schnacken hier, sondern gleich mal ein neues Spiel starten. Ich musste das Ganze hier jetzt zweimal aufnehmen, ja, bedauerlicherweise. Beim ersten Mal wurde mein Gesabbel einfach nicht mit aufgenommen. Ja, und das wollen wir nicht, ne? Wir wollen ja tatsächlich auch, dass wir hier, nicht wahr, ein bisschen was von meinem Gespräch hier mitbekommen. Oder ihr wollt das, oder ich will das. Schauen wir mal. Spielen wir einfach mal das Spiel. Gucken wir, was passiert hier in dem Spielfilm. Lass dir atmen, Mann. Keine Ahnung. Ich verhole dir nicht raus und schon nach. Na, lass wieder weg, was schaffen. Was hat er hier überhaupt gemacht? Ist doch egal. Immer besser nicht so viele Fragen zu stellen. Ja. Wach auf, Freundchen. Du wolltest uns doch nicht etwa abkratzen, oder? Wie wär's mit einem Nachschlag? Ja, bitte, danke. Ich hätte gern einen Nachschlag. Mehr davon. Ich habe gerade erst angefangen. Keine Sorge. Wir kümmern uns später noch einmal um dich, ja? Danke, wie freundlich. Komm, komm schon. Hoch mit dir. Komm schon. Süße Träume, Mann. Hopp, seid ihr morgen bad, Milord? Dann kommen Sie jetzt schon wieder hier. Morgenbad, wie schön. Ja, ich fühle mich auch schon ganz dreckig. Ich brauche unbedingt ein Bad. Danke. Ihr seid so lieb zu mir. Ihr seid so lieb. Wenn der so weitermacht, hört er nicht mehr lange drauf. Das sehen wir noch. Na los jetzt. Nur noch ein paar Schritte. Ja, war doch gar nicht so schlimm, oder? Und weiter geht's. Ja, danke, ich hab sowieso Durst. Her damit. Der Drecksbär.
Du bist ja schon so weit. Komm, Zeit. Steck ihn wieder rein. Das wird ja was. Aua. So langsam. Was, du kleiner Scheiße. So, mein Freund, jetzt bist du auch mal gebadet. Na, wie ist das so? Hm? Schmeckt die Brühe? Hab extra reingerotzt. Arschloch. Okay, das war anstrengend. Gut, Schlüssel, den sollte man vielleicht irgendwie greifen. Komm, schnapp ihn, Schlüssel. Komm schon, her damit. Hab ihn. Soweit so gut. Dann gucken wir mal, dass wir so schnell wie möglich hier aus dieser Folterkammer rauskommen. Gar nicht mal so einfach, wenn man so bezeichnet ist. So, jetzt nichts wie raus hier. So schnell, wie es eben irgendwie geht. Oh, aua. Uiuiui. Au. Ja, was haben wir denn da? Was liegt denn da auf dem Tisch? Wollen wir uns das auch mal ein bisschen näher anschauen? Und es ist eine Wumme! Ja, was zum Schießen! Yippie-yay! Das ist genau das, was man braucht in so einem Spiel. Ist ja schließlich ein Shooter, ne? Brauchen wir aber was zum Ballern. Ich und mein Glück. Tja, nur leider keine Munition. Echt schade. Wirklich richtig schade. Was mit dir, mein Kollege? Kann ich dir irgendwie helfen? Oh. Nee, ich glaube, der ist ganz schön tot. Gut, dann würde ich sagen, ruh dich weiter aus. Ich muss hier weg. Ich muss hier raus aus dem komischen Keller hier. Und zwar da durch. Nix war das, mein Freund. Gar nichts. Schlaf weiter. Ja, man kann nicht damit schießen, aber man kann immerhin Schlösser damit knacken. Auch schön. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich find's geil. Ja? Ich find's wirklich geil. Mal so eine kleine Anmerkung nebenbei. So der Übergang zwischen Filmsequenzen und Gameplay ist wirklich super fließend. Niemand. Keiner da. Weitermachen. Was soll ich machen? Ich würde sagen, die Jungs haben Stress hier. Nicht zu knapp. Gut, würde ich sagen, nutzen wir die Gelegenheit und gucken, dass wir hier fortkommen. Und zwar schleunigst. Naja, schleunigst vielleicht nicht unbedingt. Das ist, schön langsam, Schritt für Schritt vielleicht eher. Dann
Ups. Hände hoch. In Ordnung, Mann. Ja, halt die Hände schön oben. Ich hab eine Waffe in der Hand. Ohne Kugeln, aber das weißt du ja nicht, ne? Kein Wort. Rein! Zumachen! Lass uns doch erstmal reden. Das bist du, oder nicht? Der Häftling, von dem alle sprechen. Führt nur ein einziger Weg raus. So gut wie tot, das bist du, mein Freund. Besser, du hättest die Katakomben nie verlassen. Hört dein Maul! Schon gut. Ist deine Beerdigung, nicht meine. Bewegung. Augen auf! Der Häftling könnte fallen. Drei unserer Männer erledigt. Deshalb haben wir unsere Befehle. Auf sich schießen. Er hat eine Waffe! Er hat eine Waffe! Wow, Leute! Oh! Alter, die verstehen hier überhaupt keinen Spaß. Schießt man einfach auf die eigenen Leute. Gott. Mann. Haha. Nichts drin in der Wumme. So, es tut mir leid, mein Freund. Aber mir bleibt jetzt nichts anderes übrig. Ich muss leider Gottes muss es wirklich tun. In dem Fall, also... Knickbruch. Ergeben Sie sich, Monsieur. Das war mein letzter Warnschuss. Ach komm. Er lässt mich gehen. Er lässt mich wirklich gehen. Oben auf dem Dach! Ich will die Hände sehen! Das Spiel ist vorbei, Galahad. Ja, geben Sie jetzt auf! Sofort die Hände hoch! Die Hände hoch! Hände hoch! Gray! Tu das nicht! Ich sagte aufgeben! Ist ja gut, ich nehme ja die Hände hoch. Hände an den Kopf! Ja, Sie haben den Orden betrogen! Niemand entzieht sich der Strafe! Sie vergessen, Lord Kanzler! Ich bin doch schon so gut wie tot. Why, hey? Das nenne ich einen Abgang machen. Ne? The Order! 1886. Nett. Netter Einstieg hier. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Galahad, melden! Bestätigt, Galahad, ihr Tantaner. Ich höre dich, Percival. Machst du einen kleinen Spaziergang im Park? Geht nichts über einen frischen Londoner Morgen, um den Kopf freizukriegen. Mach ruhig mit deiner Körperertüchtigung weiter. Aber uns wurden mehrere Ziele am Crovener Square bestätigt. Wie lauten die Anweisungen? Triff dich am Verein des Indienhaus mit Igraine und Lafayette und halte die Bedrohung auf. Hast du es im Visier? Identifiziere das vereintes Indienhaus. Ja. Also mit R kann man sich umsehen. Hier. L2 gedrückt halten und benutze R, um dir Details anzusehen. Schön, was haben wir denn da? Morisatz, irgendwas. Pickering, Pearsall, whatever. Was noch? Das ist das Indienhaus. Direkt vor mir.
Gut. Schätze die Situation vor Ort ein und sei vorsichtig. Hat Nicola dich mit Waffen versorgt? Ja. SXM-2 Falcon. Gut. Das Sekundärgeschütz des Falcon sollte helfen. Das ist mal eine feine Wumme, würde ich sagen. Ja, gefällt mir ja außerordentlich gut. Schöne Waffe, sehr schöne Waffe. Wir verfolgen vielleicht Verrückte, aber sind immer noch Zivilisten. Möglichst nicht tödliche Gewalt einsetzen. Verstanden. Stehst du zu uns? Ich muss mich jetzt noch um etwas kümmern. Wir sehen uns später. Bin unterwegs. Ja, da hat Ende. Was? Möglichst nicht tödliche Gewalt anwenden? Ja, du bist ja immer lustig hier. Übrigens, schauen wir uns den Getterhead mal ganz kurz ein bisschen an. Weil er sieht ja schon toll aus, ne? Also ich meine, nicht der Typ an sich, ist irgendwie ein hässlicher Vogel, aber die Klamotten und so, das ist schon cool. Ja? Das ist wirklich gut gemacht. Also, grafisch macht das Spiel hier einen hervorragenden Eindruck. Also ich habe auf der PlayStation 4 bislang noch nichts Besseres gesehen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Auch wenn die Entwickler ein bisschen getrickst haben hier, so, wisst ihr ja, mit den schwarzen Balken oben und unten so, sind die euch aufgefallen bislang? Übrigens, mal so nebenbei gefragt, schreibt es mal in die Kommentare, was ihr darüber denkt, über diese schwarzen Balken. Würde mich mal interessieren. Ich persönlich finde es jetzt nicht so dramatisch. Kann ich mitleben. Dafür ist das Spiel ansonsten grafisch wirklich allererste Sahne. Das ist eindeutig ein großes Plus bei dem Spiel. Ihr habt vielleicht schon bemerkt, ich habe mich jetzt hier gar nicht großartig umgeguckt. Das kommt daher, weil ich das Spiel ja auch, also dieses erste Kapitel zumindest, ja jetzt schon einmal gespielt habe. Und mit Bedauern feststellen mussten, dass es hier nicht gar zu viel zum Looten gibt. Ja, es gibt nicht viel zu finden. So insgesamt. Ah, neuer Auftrag, trifft dich mit Egraine. Ja, so, mit L3 kann man sich das Ganze nochmal einblenden lassen. Und Egraine ist irgendwo da unten, da draußen oder so. Gut, auch wenn es nichts zu finden... Doch, da hinten gibt es was zu finden. Da gibt es eine Kleinigkeit, was zu finden. Und zwar haben wir hier... Was? Genau. Mysterious Disappearances in Whitechapel. Aha, mysteriöse... Verschwundenheiten. Verschwundenheiten. to disappear heißt verschwinden, ja. In Whitechapel, okay. Lesen wir jetzt nicht, das Zeug, ne? Ist ein Zeitungsartikel. Sieht schön aus, die Zeitung. Wunderbar. Kostet one penny. Sehr günstig. Wobei ich natürlich nicht weiß, irgendwie wie vor 100 Jahren, na, eher so 120, 130 Jahren, der Stellenwert von einem Penny war. So, was ist das hier? Ein Familienfoto von einer stocksteifen Familie. Guckt euch die Leute hier mal an, ey. Meine Fresse. Also sowas von steif. Der totale Wahnsinn. Wenn wir noch auf die Rückseite gucken. Und da steht auch, das ist die Windham Family am 20. Juli 1886. Wahnsinn. Gut. Ein schönes, nettes Bild. Da haben wir noch jemanden, der sehr ordentlich ist und hier sauber hält. Guten Tag, Sir. Guten Tag, Sir. Los, brav. Ein paar Blümchen könnte man mitholen, ja, für die Egraine. Wenn es gehen würde. Also ich würde das jetzt eigentlich gerne machen, hm? Ist nämlich eine ganz nette Lady, sage ich jetzt schon mal, so im Vorhinein. Und du hier, bist am Basteln, wollen wir dich nicht weiter stören. Ja, da blinkt was. Und das ist ein Tonband. Tonbänder kann man sich anhören, wollen wir das mal kurz machen? Ein bisschen Hintergrundgeschichte, ja? Lass mal das mal laufen, ganz kurz. Es geschah in den Tagen des Uta Pendragon, als er König von ganz England war und allda regierte, dass ein mächtiger Herzog in Cornwall war, der lange Zeit gegen ihn Krieg führte. Und dieser Herzog hieß der Herzog von Tintagel. Eines Tages also entbot König Uta diesen Herzog zu sich und befahl ihm, sein Weib mitzubringen, denn sie galt als schöne und sehr kluge Frau, und ihr Name war Egraine. Als daher der Herzog und sein Weib zu dem König gekommen waren, wurden sie von großen Herren beide zu ihm geleitet. Dem König gefiel die Dame sehr, und er fiel in Liebe zu ihr, und er nahm sie beide über die Maßen freundlich auf und begehrte, bei ihr zu liegen.
aber sie war eine sehr gute Frau und wollte dem König nicht zu Willen sein. Und da sprach sie zu dem Herzog, ihrem Gemahl, und sagte, mich dünkt, wir sind entboten worden, damit ich entehrt werde. Darum rate ich euch, Gemahl, wir wollen uns schnell von hinnen heben, dass wir die ganze Nacht durch bis zu unserem Schloss reiten. Gut, jetzt haben wir ein kleines bisschen was zur Hintergrundgeschichte von Igraine und ihrem Gemahl, dem Herzog, gehört. Und einem kleinen perversen König, der nichts weiter im Kopf hat, als die Alte zu belustigen. Meine Damen und Herren, wir bitten Sie, den Anweisungen der Einsatzleitung Folge zu leisten. Gut, und weiter geht die wilde Hatz. Die noch keine wilde Hatz ist. Kleiner Spoiler. Erstmal hier die Treppen runter. Und mal gucken, was da unten auf uns lauert. Gar nichts lauert da, ne? Genau genommen ist es so, wir suchen ja Igraine. Galahad, Igraine. Was Neues von Lafayette? Negativ. Hier auch. Wahrscheinlich knüpft er einfach irgendwo Kontakte. Das wäre... Ich weiß, was ihr denkt. Aber glaubt mir, er ist in Ordnung. Wenn du meinst. Ich habe jedenfalls keine Zeit, ihn zu suchen. Ich weise die letzten Constables ihren Posten zu. Soweit's gut. Da haben wir einen Amusement-Plan, sozusagen, was so alles läuft. Der Ring der Nibelungen... The Luminous City, Charles Dickens, A Tale of Two Cities. Jo, alles klar. Also wir haben keine Zeit für Amüsement, ne, deswegen suchen wir lieber jetzt Igraine. Die hübsche junge Dame, die muss ja irgendwo hier rumlungern. Theoretisch, praktisch, nicht wahr? Ach je, was hat er denn? Er hat eine Grippe. Da habe ich keinen Bock drauf. Hat er erst 2 Wochen eine Grippe? Galahad. Sie müssen den gesamten Bezirk absperren und zwar leise. Wie kommt es, dass du so schnell hier bist? Können, Liebes. Ich gebe zu, für einen Mann deines Alters bist du sehr schnell. Kein Ritter wird gern von einer Dame an seine Schwächen erinnert. My Lord, so etwas Herzloses könnte diese Dame doch gar nicht tun. Sicher, Izzy, würdest du nie tun. Um was geht es? Ein paar Irre laufen amok. Percival glaubt, es könnte eine List der Rebellen sein. Na, hoffentlich hast du nichts verlernt. Denk dran, wer dich trainiert hat. Er war der Beste. Zu seiner Zeit. War? Du bist noch ziemlich gut. Aber ich bin besser. Ja, Ma'am. Igraine, melde dich. Bestätige, Percival. Mehrere Entflohene beim Osteingang der Vereintes Indien U-Bahn-Station gesichtet. Geh vorsichtig vor. Verstanden. Na los, Gray. Gehen wir. Gut. Also, ich kann durchaus verstehen, weshalb der König da scharf war auf die Schwester hier. Ist ja schon eine süße Maus. Also ganz ehrlich, wenn ich ungefähr 120 Jahre jünger wäre, wäre die genau mein Typ. Naja. Ja, ist eine nette. Ist eine ganz nette, die Igraine. Muss man schon mal lassen. Sobald wir drin sind, lass niemanden mehr durch. Sicher, dass Sie keine Hilfe brauchen? Meinen Sie einen starken Mann, der alles kontrolliert? Genau. Gehen Sie uns einfach aus dem Weg. Sie wollen doch nicht irrtümlich draufgehen. Ärger. Die üblichen schießmütigen Söldner. Die Vereintes Indien Kompanie will enthusiastische Handlanger. Das Letzte, was wir brauchen, ist ein Haufen Söldner, die noch mehr Chaos stiften. Sie haben den Befehl, alles abzuriegeln. Schauen wir mal, was das für schießwütige Söldner hier sind. Oh, Panik.
Lauf mit den Füßen rum. Hier, bitte. Keine Panik. Die, Dingsbums ist da. Das ist Einsatzkommando. Galahad, in Deckung! Wupp. Schießt er? Gehen wir an die Arbeit. Und an die Arbeit bedeutet, mal schießen. Das war nix. Versuchen wir es mit Zielen. Ziel erledigt. Da ist noch einer. Nachladen. Alles klar. Vorrücken. Ja, Frau Kommandant. Ich rücke ja vor. Was haben wir hier? Ein Revolver. Was? Armee-Revolver MK1. Hm. Klingt nicht so schlecht. Ich denke, den benutzen wir jetzt einfach mal weiter. Oh. Verschwindet von hier! Sucht nach Waffen! Ihr zwei! Schwingt eure Ärsche hierher! Ich brauche Hilfe! Los jetzt! Los! Ja, die Polizisten sind ja auch witzig. Ja. Ein Gewehr wäre wohl passender. Ja gut, nehmen wir ein Gewehr. Ey, was fällt denn dem ein? Das Equen schießt auch nicht so besonders gut, wa? Flüchtling erledigt. Mehrere Entflohene kommen aus der Gasse. Ein paar sind zum Atrium unterwegs. Wupp, Abendeckung. Verdammt. Treffe ich den nicht, den Typ. Jetzt aber. Weit erledigt. Da sind doch noch mehr, oder? Ja, selbst wenn. Da sind sie. Ui, 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 ui. Fuck. Zu spät. So, einen hätten wir erledigt. Ah, hast du den anderen? Worauf schießt du denn da? Hier ist man nicht. Gut, raus hier. Oben auf der Treppe. Ui, 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 ui. Da wird's auch gefährlich hier. Verdammt nochmal. Oh. Das ist keine gute Deckung hier. Keine gute Deckung. Boah, da auch nicht. Wie finde ich denn das? Schlecht finde ich das. Aber ganz schlecht. Hui. Ich lade nach. Meine Güte. Wo sind sie, die Typen? Da hinten war doch einer. Komm. Komm raus. Für Typen wie dich habe ich jetzt keine Zeit hier. Ziel erledigt. Wo sind die anderen? Da ist noch welche. Und direkt daneben war auch noch einer. Uiuiuiuiui. Sollte sich vielleicht nicht gar zu oft treffen lassen hier. Sondern im Gegenteil, lieber versuchen, die Typen hier zu töten. Okay, ist ruhig. Keiner mehr da. Hoffe ich jedenfalls. Nee, andere Waffen will ich nicht. Munition aber wohl. Keine weitere Munition. Gut. Ich schwöre, der kriegt eine ordentliche Abreibung. Hilfe! Verdammt. Scheiße. Im Atrium könnten noch mehr sein. Wir sollten reingehen. Ja, sagst du. Dann mach mal die Tür auf. Die Tür ist verschlossen. Ich höre drinnen Bewegungen. Ey! Schnell! Drinnen sind noch mehr Verrückte.
Ja, und die Tür ist verschlossen. Wie komme ich jetzt rein, du Nase? Ach so. Jetzt schieß doch. So, der wäre erledigt. Einer weniger von der Sorte. Ey! Schieß doch mein Mädchen hier an. Okay, heilende Fiole. Autsch! Sie schlachten sie alle ab. Bereit? Erleben wir den Abschaum. Auch Granaten. Gut. Gut, dann versuchen wir es mit einer Rauchgranate hier. Rauch unterwegs! Also dann, los geht's. Nee, nix wie durch. Ey, schieß nicht auf mich. Easy. Easy peasy. Ah, nee, warte. Mit noch mehr Rauchgranaten hier. Flüchtling erledigt. Hopp, da hinten ist noch einer. Ui. Da zischen die Kugeln direkt über den Kopf. Meine Güte. Lade nach! Treffe ich den da hinten? Nee, nicht so wirklich. Scheiße. Vor allen Dingen habe ich jetzt so langsam ein Munitionsproblem. Oh. Da war doch jemand. So, der wäre erledigt. Ah! Ja, allerdings scheiße. Autsch! Wer ballert denn da? Ach, da hinten sind sie. Die Freunde der Sonne. So langsam geht mir die Munition zur Neige hier. So, noch 7 Schuss. Beziehungsweise 9, wenn ich nachlade. Reicht vielleicht für ihn hier noch? Ziel erledigt. Im Stockwerk darüber waren noch mehr. Wir müssen sofort darauf. Alles klar. Ja, super. Nur mein Gewehr hat jetzt irgendwie überhaupt keine Munition mehr. Nehmen wir also lieber den Colt hier. Was ist das? Ach, ein Schiffchen. Wie süß, ein Schiffchen. Nützt uns nur irgendwie gar nichts. Liegt hier irgendwo noch was? Kommen wir hier durch? Nö, geht nicht. Das ist ein bisschen schade. Das ist ein bisschen schade, dass man hier so wenig vom Weg abweichen kann. Wir sollten den zweiten Stock räumen. Bist du soweit mit allem zufrieden? Ruhig. Ein ganz normaler Morgen in London. In der Tat. Ich hoffe, das war erst der Anfang. Ladies first. Still. Was meinst du, Alter? Meinst du, wir können ein paar von den Reichen abknallen? Hä? Schon gut. Wie das immer knackt. Schon ein bisschen brutal, nicht wahr? Komm, stürmen wir vor. Ja, wo kommst du denn her? Ui. Vor allen Dingen geschafft. Sag mal, schieß doch hier nicht die komplette Einrichtung zugrunde hier. Zu Schrott. Hoppla. No Munition.
Zack, 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 zack. Da ist doch auch noch einer. Komm raus. Flüchtling erledigt. Da hinten ist einer. Komm, komm. Raum sicher. Sagst du? Gut, wenn du das sagst, wird es wohl stimmen, denke ich. Mal schauen, dass wir noch ein bisschen Munition aufsammeln. Kann nicht direkt schaden. Haben wir wenigstens irgendwas zum Sammeln. Okay. Weiter geht's. Hier durch. Wow, wow, wow. Feind erledigt. Ruhig. Uai, verdammt. Ich schieß mir was vorbei hier. Nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Ziel erledigt. Uah. So, ich brauche ein paar gute Treffer hier. Wenn's geht. Ich lade nach. Oh. So, jetzt reißt es aber da. Meine Güte. Wir sind schon richtig hartnäckig hier. Ja, jetzt kommt er. Sie beide. Sir. Treppe runter. Da brauchen Zivilisten ihre Hilfe. Ja, Sir. Sir, General Lafayette ist nebenan. Soll das ein Witz sein? Gibt es eine einzige Frau in dieser Stadt, die er nicht verführen will? Er ist jetzt dein Problem. Versuch nicht zurückzubleiben. Na super. Lafayette. Ah, Monsieur. Ich muss mich um diese Dame kümmern. Marquis. Ihre Aufmerksamkeit wird woanders erfordert. Seien Sie versichert, Mademoiselle, dass mich nur mein Treueschwur davon abhält, Ihre Einladung anzunehmen. Oh, Marquis, Sie dürfen jetzt nicht gehen. Meine Dame, ich fürchte, ich muss gehen. Die Pflicht ruft. Ein kleiner Charmeur. Der Herr Lafayette. Ganz reizend, oder nicht? Ist mir nicht aufgefallen. Das liegt daran, dass Sie kein Franzose sind. Sie sind der amerikanische Franzose, der mir je begegnet ist. Meine Geliebte ist die Freiheit, mon ami. Ein echter Ritter muss seine Leidenschaften zügeln. Ohne Leidenschaft, Monsieur, kann ein Mann nicht kämpfen. Wir kämpfen nicht gegen Männer, Marquis. Männer, Halblüter, was ist der Unterschied? Vive la liberté! Percival. Seltsam. Wer auch immer Percival ist. Aber werden wir bestimmt im Laufe der Geschichte noch mehr drüber hören. Hab ich so im Urin. Gehen wir. Na endlich. Marquis, Sie und Lady Igraine nehmen diesen Eingang. Ich gehe durch diesen und suche nach weiteren Entflohenen. Oui, Monsieur. Sir. Verfolge die restlichen Entflohenen. Okay, machen wir doch glatt. Luftkommando an alle Ritter in der Umgebung von Mayfair. Die städtische Polizei hat nun alle betroffenen Gebiete abgesperrt. Die Sentinels führen ihre Suche aus der Luft fort. Wir alarmieren euch bei jeglicher Sichtung der entkommenen Patienten. Bestätigt. Gut, dann alarmiert uns mal.
sieht eigentlich relativ modern aus, ja? So, dieses U-Bahn-Gebäude von vor über 100 Jahren. Girlahead, machst du Fortschritte? Ich bin im Generatorraum. Lafayette und ich haben beschlossen, uns aufzuteilen. Oui, Mademoiselle, aber ich bin noch nicht auf Widerstand gestoßen. Nö, ich auch nicht. Keinerlei Widerstand hier. Alles ruhig. Super. So, hier können wir rauf. Und ein bisschen klettern. Das, diese Kletterpassage hier, die fühlt sich irgendwie ein bisschen Uncharted-mäßig an. Zugegebenermaßen. Was ja nicht das Schlechteste ist, ja? Ich meine, ich bin ein großer Fan von Uncharted und so. Von daher. Coole Sache. Ich hoffe, man kann das öfters machen. Doch, dass ich eher hier bin. Schon ja. Vergessen? Die Jugend gewinnt immer. Ja, du kleine Nase. Wie gesagt, wenn ich 120 Jahre älter wäre, kleine Igraine, würden wir mal ein Bier zusammen trinken, ne? Du hast ein Problem, alle mein Mann, Freund. Einer der Flüchtigen ist ein Halbmeter. Ein echtes Problem. Oder auch nicht. Er ist ein Möter, halb Mensch, halb Köter. Mademoiselle, sind Sie bei seiner Position? Mein Weg ist versperrt. Könnte etwas dauern, wenn ich bei ihm bin. Und mein bester Freund. Balleser tot! Bestätiges Ziel bei mir! Scheiße! Dieses Drecksvieh! Die sind ganz schön gefährlich. Diese Dinger da. Die sind ganz schön gefährlich. Monsieur, warten Sie. Ich bin fast da. Scheiße. Die sind so schnell. Wirklich nicht ganz ohne. Wirklich nicht ganz ohne. Fuck, jetzt läuft er noch weg. Kleines Taxi! Was ist passiert? Die meisten sind erledigt. Der letzte ist entkommen. Igraine, die Bogenkanone. Ich gehe auf die Straße und verfolge ihn. Yeah! Ihr zwei da lang, Weg abschneiden. Verstanden. Das nenne ich mal eine Wumme. Haha, herrlich. Geil. Oh, das ist ein Loch. Scheiße. Nicht getroffen, Schnaps gesoffen oder so ähnlich. Gut, also hinterher. Nee, nicht hier. Da wohl. Kleines Dreckvieh. Ja, bleib doch stehen. Ich hab Futter für dich. Mein kleiner Freund. Komm, bleib schon stehen. Bleib stehen, bleib stehen. Ich hab da was zum Spielen. So, mein Freund, komm, 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 komm. Ich krieg dich, sag's dir nur. Frage der Zeit. Tot bist du, tot. Und die Dame gerettet. Sauerei. Alles in Ordnung? Ja. Percival, wir haben die Bedrohung hier neutralisiert. Gut. Mir ist es gelungen, einen der Halbgüter zu erwischen. Wir treffen uns an der Hauptstraße. Bestätigt. Los geht's. Ja, ist tot.
Eindeutig, ne? Was sollen wir mit ihm tun? Westminster, in die Katakomben. Wir kümmern uns später um ihn. Ah, Sir Percival. Dachte ich's mir doch, dass die Ritter Ihrer Majestät in diesen Tumult verwickelt sind. Wir rechneten mit einem Angriff der Rebellen, Commissioner. Eine elementare Vermutung. In diesem Fall könnte das hier von Interesse sein. Whitechapel. Reine Indizien, natürlich. Für mich ist das ein Beweis. Nun, Indizienbeweise können so ihre Tücken haben. Mein lieber Sir Percival, man hält die Beweislage für eindeutig. Doch verlagert man den Blickpunkt, zeigt alles womöglich auf ebenso eindeutige Weise in eine vollkommen andere Richtung. Bitte, Sie haben mich neugierig gemacht, Commissioner. Nun zuerst die Rebellion und dann dieser Jack und die Rippermorde. Mhm. Und dann das hier. Finden Sie es nicht auch seltsam, dass Whitechapel im Epizentrum all dieser Rätsel zu liegen scheint? Wir gehen jetzt jedem Hinweis nach, wissen Sie? Wir treffen uns in 2 Tagen im Rat. Es wäre uns eine Ehre, wenn Sie Ihre Funde präsentierten. Erwarten Sie mich in Westminster. Hier drüben, Sir. Entschuldigen Sie. Wo warst du? Der Londoner Verkehr. Mon General, was ist mit den anderen Halbblütern im Hyde Park? Wir müssen sie verfolgen. Nein. Mais notre devoir est de les poursuivre, Monsieur. Marquis, nous ne chassons pas des Anglais sur le nouveau continent. Votre témérité sera requis à un moment important. Oui, mon général. Ich werde Ihren Rat beherzigen. Sie werden sicher verstehen, dass dies vorerst eine Sache der Polizei bleiben muss. Natürlich. Hier stimmt was nicht. Die Unterwelt in Whitechapel gewährt der Rebellion Unterschlupf. Genau das beunruhigt mich. Und wieso sind so viele Halbblüter in Bedlam? Manche Dinge müssen wir selbst herausfinden. Ihr habt den Commissioner gehört. Es ist jetzt Sache der Polizei. Ritter überlassen ihre Autorität nicht den Bürokraten. Percival hat recht. Diese Sache muss vor den Rat. So ist es, meine Lieben. Die Sache muss vor den Rat. Und damit ist Kapitel 1 von The Order 1886 auch zu Ende. Lasst mich mal ein ganz kurzes Fazit ziehen bislang. Also, grafisch Bombe. Ja? Also sowas Geiles habe ich auf der PS4 noch nicht gesehen. Ganz klar. Spielerisch bislang, ja, ein Deckungsshooter. Macht durchaus Spaß. Die Mechanik funktioniert einwandfrei. Und ist auch befriedigend bislang, auf jeden Fall. Die Story finde ich durchaus interessant. Also ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann könnt ihr auch gerne im nächsten Teil einschalten. Ja? Der kommt bald, demnächst, morgen. Nicht wahr? Bis dahin wünsche ich euch noch weiterhin einen schönen Tag. Ja, träumt was Schönes und so weiter und so fort. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.